Da bin ich wieder. Weiter geht's mit Valhalla Hills. Wir haben ja jetzt letzte Folge und vorletzte Folge uns daran gemacht, die Wölfe loszuwerden. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Nun muss ich auch mal gucken. 5 Arbeitslose, 9 Krieger. Und ich muss echt sagen, die Töne, die sie machen, die sind echt witzig. So. Dann werden wir aber noch ein Lager hier bauen müssen, wohl oder übel. Da oben sind nämlich überall Gegner. Wo haben wir denn unseren Stein nochmal gehabt? Da, ganz unauffällig. 8 könnten wir theoretisch also noch rufen. Das ist sehr gut. Gucken wir doch mal, wir haben den Bäcker. Der müsste eigentlich das Mehl von da nach da kriegen. Kriegt es aber anscheinend nicht. Ist also zu weit weg. Das heißt, wir werden nochmal alles hier bauen müssen. Wir haben ja hier die Seite noch. Wir werden da auch noch gleich noch einen Jäger hinsetzen und so weiter. Also es ist nicht ganz gerade, aber trotzdem kann man da das Grüne auswählen. Ja, warum nicht, ne? Jetzt brauchen wir aber natürlich jetzt hier da noch... Na, komm schon. Den Bäcker, die Farm kommt dann hier hinten hin. Also wenn das immer noch zu weit auseinander ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Na, ist das gar nicht so leicht, eine Straße hinzubauen. So, ist ganz schön schräg da. Wo hatten wir noch gebaut? Wir hatten doch irgendwo noch was gebaut. Da. Ja. Sieht doch gut aus. Eine Lager, da geht es denen allen gut. Der hat nichts. Also da wurde noch kein Bogen gebaut. Das müssen wir mal herausfinden, wieso nicht. Typ gibt's, der hat auch sein Werkzeug. Der baut die besseren Steinäxte momentan. Fini. Also ich werde ihm mal dann... Wir werden da mal ein großes Lager hinsetzen. Jetzt ist... Ah ne, das ist ja da noch ein... Jetzt tun sie ein kleines hin. Dann erreichen die Leute das auch alle besser. Ja doch. Machen wir noch hier eine Straße hin. Zack. So. Wir beschleunigen das Ganze nochmal. Wir brauchen auch wieder... Ja, wir brauchen hier nochmal wieder Leute. Also brauchen wir nochmal eine Wohnhütte. Irgendwo billig. Wenn wir nämlich keine Leute haben, das ist dann schlecht. So. Weg dranhauen. Das müssten die nämlich eigentlich schon Probleme haben, das Ding hier zu bauen. Glaube ich. Werden wir einfach mal Beschleunigung herausfinden. Aber wie das alles da glitzert und blinkt und so weiter. Das ist doch wunderschön. Es ist immer ein Vulkan am Start. Egal wo man ist. Und Vögel. Ja. Das typische Problem von mir noch. Das ist mit den Vögeln da. So, dann brauchen wir noch einen Jäger, der hier die Tiere jagen kann. Damit wir auch nochmal so auf die Art und Weise Essen bekommen. Der hat den größeren Radius, also ist das nicht schlimm, dass wir den da oben bauen. Dem fehlt immer noch ein Bogen. So, gucken wir mal. Bretter fehlen und so weiter. Wir haben also keinen Holz, also keinen Holzfäller, der das Holzzeugs holt.
Wir müssen also mal Wege nach da oben weiterhin bauen. Die nervt mich langsam auch schon. Die findet nur ein und dasselbe. Steinbruch. Wahnsinn. Genau das, was ich auch brauche, ne? Ja, genau. Das hier sieht wie Mineneingänge aus. Wie diese alten Mineneingänge oder so. Aber es ist ihrer Meinung anscheinend nichts. Ich werde die jetzt einfach mal umsetzen. Auf die Gefahr hin, dass... Was war das? Die Geräusche sind einfach geil. Ich hoffe mal, die findet hier vielleicht irgendwie was oder so. Dass wir da irgendwie bauen können, weil es wird langsam mal Zeit, dass wir eine Mine finden. Was macht die denn da unten? Die soll doch da oben arbeiten. Also der Steinbruch hat anscheinend auch nichts mehr zum Abbauen. Das heißt... Nee, der müsste eigentlich noch genug haben hier. Also mehr kann man doch für den auch nicht tun, oder? Da! Er hat nur Langeweile, okay. Läuft zur Arbeit, langweilt sich. Dann werde ich das mal eben so machen, dass ich... Eigentlich hat er doch hier. Ja, ich mache das einfach mal so. Voll wunderbar hübsch, hässlich hier. Es ist so ein Gekrösel schon, das gefällt mir gar nicht, aber... Na, egal. Wird gemacht, fertig. So, dann müsste nämlich dadurch jetzt... das hier auf jeden Fall erschlossen haben. Es ist genau drumherum, dass es nicht geht. Was ist das denn für eine Logik? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Bauen wir einfach noch so ein doofes Ding hier hin, um den Rest hier auch noch zu holen. Anscheinend ist der andere zu doof dafür. So, Jäger ist fertig, das ist fertig, wunderbar. Das Haus, da fehlen noch zwei Bretter, das ist wunderbar. Sollte ja jetzt nun wirklich genug Wirrwarr hier haben, dass er aber noch was abholzen kann. Da ist noch ein kleines Portal noch. Das habe ich gar nicht vorher gesehen. Also es wird auf jeden Fall immer schwieriger, habe ich das Gefühl. So wird es ja auch sein, aber... Ja, dass jetzt Lederware fehlt, das ist klar. Ich habe erst sehr spät mit dem Jäger jetzt hier erst angefangen. Das ist jetzt wirklich doof gelaufen von meiner Seite aus. Aber sollte irgendwie ja funktionieren. Die haben hier auf jeden Fall erstmal genug zu tun. Er hat hier auf jeden Fall auch was zu tun, also es läuft wieder. Dem Fischer geht es hier anscheinend auch gut. Jupp. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir müssen uns jetzt mal überlegen, dass die alle auch hier wirklich zu essen genug haben. Bäckerei haben wir. Fischer war check. Wir haben da noch einen weiteren Fischer. Wir haben noch einen Bäcker, noch einen Fischer. Es sollte eigentlich auf jeden Fall genug sein. Also genug Arbeitslose haben wir wieder. Krieger haben wir genug. Also wir werden die anderen Krieger jetzt auch noch anwerben. Auf die Gefahr drauf hin. Was? Wir haben das noch nicht fertig gebaut. Nein. Zwei Leder.
Der ist doch hier aber am Jagen, oder? Komm schon. Das ist mit der Kamera ist noch ganz so einfach. Die Hasen laufen hier rum, die sollten ja auch Leder geben. Wo ist der Typi? Der sucht noch nach einem Ast und... Ja. Sie hat anscheinend Probleme, das herzustellen. Ihm fehlt anscheinend der Stein. Ist lustig. Wieso brauche ich jetzt auf einmal zwei Äste? Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. Das heißt also, es dauert noch ein bisschen, bis der endlich hingefeixelt kriegt, dass er da endlich mal etwas bekommt. Jo. Aber im Lagerfeuer versammeln sich die, die nichts zu tun haben oder so, oder die reden wollen. Das ist sehr, sehr gut. Fisch haben wir hier auch auf jeden Fall genug. Hier läuft auch alles gut. Hier wird auch Brot gemacht. Hier wird Fisch geangelt. Das ist hervorragend. Gucken wir doch mal, wie geht's dir denn? 31.000. Also es dauert schon einige Zeit, bis die soweit sind. Also es ist schon echt krass. Aber wenn ein paar Runden so gut laufen wie die hier, dann sollte das ja kein Problem sein. Also sie hat hier definitiv nichts Gutes gefunden. Nur Steinbruchzeugs und so. Ich werde die jetzt auch erstmal ausschalten, dass sie was anderes tut, weil Steine brauche ich jetzt nicht so dringend, außer für die Jagdwerkzeug, diesen Speer. Aber wo Speer? Gucken wir mal, was jetzt die Sache ist. Ist ja immer noch zu doof, das herzustellen. Ja, ist er. Also ich habe nichts anderes, glaube ich, gerade im Bau, wenn ich das richtig im Auge habe. Also jeder Stein eigentlich, der für ihn geeignet ist, sollte dann auch da funktionieren, dass das er dann bekommt. Also hier kommen immer wieder neu die Meldungen, die aber eigentlich alt sind. Das ist das Lustige hier. Es wiederholt sich immer wieder, anstatt einfach zu bleiben und zu gehen, wenn es dann einfach erledigt ist. Hier hat der Steinzeugs drin. Da muss er sich einfach nur von woanders einen Ast holen. Also das verstehe ich jetzt nicht, dass er das nicht hinkriegt. So, dann gucken wir einfach mal hier. Ja, der sollte auch noch abzuholzen genug haben. Also es sollte eigentlich kein Problem sein. Ich verstehe das einfach nicht. Ich glaube, so eine Probleme hatte ich bei Siedler ab und zu mal. Aber das ging dann von alleine weiter, weil dann ja auch Nachschub kam. Aber so? Ist ja richtig übel. Also er hat immer wieder einen Ast, schmeißt ihn aber weg. Und jetzt schläft er, das ist ja geil. Dass der überhaupt so doof hier ist, Ehre hat, verstehe ich auch nicht. Mal einen anklicken, einfach so wahllos. 7.000. 16.000, 26.000. Ist schon nicht schlecht, ne? 27.000. Das ist schon ein Viertel von dem ungefähr, was ich ja brauche, ne? Also ich gehe davon aus, dass die wirklich volle Ehre haben. Da 10.000, ne 100.000, die man braucht. Um dann auch nach Valhalla zu kommen, aber das ist echt krass, ist das. Also wir haben 6 Arbeitslose, das gefällt mir nicht. Das sind mir zu viele. Ich werde mir mal was überlegen und in der nächsten Folge werde ich dann mal da was verändern. Also es geht ja so nicht, dass der zu doof ist, dann Speer herzustellen. Und hier, warum auch immer, kann er hier kein Bogen herstellen. Wahrscheinlich wegen dem Leder, aber... Bauarbeiter. Ja, Leder. Ja, toll. Und das für...
Du sollst doch gar keine Axt herstellen aus Eisen. Dass man das nicht einstellen kann, Wasser herstellen soll, das finde ich schon noch ein bisschen doof. Naja, dass ihm der Bogen fehlt, ist ja auch mir klar. Also ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich überlege mir was und macht's gut. Tschüss.